Kapitel 6. Hermines Sicht. So was Dummes. Ich wollte ja eigentlich gar nicht in die Bücherei und jetzt sitze ich doch hier. Nicht, dass ich mich nicht beschäftigen könnte, aber nun ja, viel zu lernen habe ich ehrlich gesagt nicht. Das Buch, das hier aufgeschlagen vor mir liegt, ist eigentlich eher ein Alibi. Und wenn ich ehrlich bin, starre ich lieber aus dem Fenster und lasse meinen Blick über die Ländereien schweifen. Es wird langsam kalt hier im Hochland. Nicht, dass es jemals wirklich richtig warm wäre in Schottland, aber der Winter naht mit großen Schritten. Ich mag den Winter eigentlich ganz gerne, aber dieses Jahr hat es etwas Frustrierendes an sich. Weihnachten war früher als Kind immer besonders toll, doch in den letzten Jahren ist dieses Fest für mich immer unwichtiger geworden. Ob es dieses Jahr wohl wieder einen Weihnachtsball gibt? Ohne Dumbledore in seiner scheußlichen violetten Robe ist es bestimmt nicht das Gleiche. Meine Gedanken schweifen zurück zu unserem vierten Jahr, meine Nase ist zu, und zu Rons grausigem Festumhang und ich muss grinsen. Vielleicht sollte ich Viktor mal wieder schreiben, von dem habe ich auch schon eine Weile nichts mehr gehört. Ich beschließe in dieser Sekunde, dass ich den Gedanken direkt in die Tat umsetzen werde und krame in meiner Schultasche nach Feder und Pergament, ehe ich anfange, die ersten Zeilen zu verfassen. Ich erschrecke fürchterlich und kann gerade noch verhindern, dass ich mein Tintenfass vom Tisch wische, als plötzlich eine Hand in meinem Blickfeld auftaucht und zwei Rollen Pergament vor mir auf den Tisch geworfen werden. Erstaunt hebe ich meinen Blick und sehe direkt in das unlesbare Gesicht von Draco Malfoy, der mich abschätzend von oben herab mustert. Ich bin für einen kurzen Moment überrascht, ehe ich grinse. Die Sache wird langsam wirklich amüsant. Wer hätte gedacht, dass Malfoy mich extra in der Bücherei aufsucht? Zaubertränke, sagt er knapp und deutet mit einem kurzen Ruck seines Kinns in Richtung der Pergamentrollen. Ich greife nach der vorderen, entrolle sie und scanne kurz den Inhalt grob ab. Malfoys Aufschriebe sind akkurat, knapp und präzise, ohne groß vom Thema abzuschweifen, jedoch ausführlich genug, um alle wichtigen Informationen zu enthalten. Genau wie erwartet. Du... Ich müsste gucken, wer es sagt. Du hättest nicht extra herkommen müssen, aber danke. Ich blicke ihn wieder an und versuche, eine ebenfalls undurchdringliche Maske zur Schau zu tragen. Keine Ahnung, ob mir das gelingt, denn ich fühle mich gerade wirklich gut unterhalten von dem Slytherin. Ich weiß nicht, ob es nur an seinen nächtlichen Besuchen auf der Krankenstation liegt, doch ich kann sein überhebliches Getue und seinen Todesblick nicht mehr wirklich ernst nehmen und hoffe, dass er mir das nicht anmerkt. Malfoy schnaubt überheblich. Ich bin nicht extra hergekommen. Ich musste in die Bibliothek, um ein Buch zu besorgen. Und jeder im Schloss weiß, dass du hier einziehen... Und jeder im Schloss weiß, dass du hier einziehen würdest, wenn du könntest. Natürlich, ist meine knappe Antwort darauf. Und ich rolle auch die zweite Rolle Pergament, die mit dem Aufsatz. Malfoys Handschrift ist unglaublich sauber und filigran und sieht so gar nicht nach der Handschrift eines Jungen aus. Wenn ich da an Harrys Sauklaue denke. Er räuspert sich und ich habe gar nicht gemerkt, dass ich schon den halben Aufsatz gelesen habe, ohne ihn tatsächlich zu lesen. Viel eher habe ich weiter seine Schrift analysiert. Wie in vielen alten Büchern schreibt er den ersten Buchstaben nach einem Absatz immer viel größer und diese Tatsache imponiert mir mehr, als es sollte. Also Granger, ich schätze, du brauchst nichts weiter. Ich sollte die Unterlagen bis übermorgen im Zaubertränke natürlich wieder haben. Ja klar, antworte ich ihm und stelle verwundert fest, dass er sich soeben wieder auf den Weg aus der Bibliothek macht. Malfoy? Was ist noch? Will er wissen und dreht sich nochmal zu mir. Sagtest du nicht, dass du hier bist, um ein Buch zu suchen? Es ist beinahe lustig, wie ihm seine Gesichtszüge entgleisen und ihm offensichtlich bewusst wird, dass ich ihn gerade eiskalt überführt habe. Er fängt sich jedoch relativ schnell wieder. Die Freistunde ist fast um, dazu ist jetzt keine Zeit mehr und ich möchte nicht zu spät zu McGonagall kommen. Oh gut, warte, ich komm mit. Keine Ahnung, welcher Hippogreif mich gerade reitet und ich erhasche nur einen kurzen Blick auf Malfoys vollkommen perplexes Gesicht, ehe ich meine Sachen auf dem Tisch zusammensammle und in meine Tasche stopfe, mir diese über die Schulter werfe und zu ihm aufschließe. Er sagt nichts, sondern sieht mich nur weiter abschätzend an. Ich überlege, wie ich ihn wohl am besten aus der Reserve locken kann. Das ist doch okay für dich.
will ich daher wissen, während ich neben ihn trete. Er sagt nichts und setzt sich in Bewegung. Ich meine, wenn es dir unangenehm ist oder so, hier mit einem Schlammblut durchs Schloss zu laufen, lasse ich den Satz in der Luft hängen und provoziere ihn somit weiter, als wir auf den Gang hinaustreten. Ich ernte einen seltsamen Blick. Er scheint langsam genervt zu sein. Dracos Sicht. Sie hat sich nicht etwa gerade selbst als Schlammblut bezeichnet, oder? Meine Güte, was stimmt mit ihr nicht? Granger, was zur Hölle stimmt mit dir nicht? Spreche ich meine Gedanken aus. Ich bin etwas gereizt, was daran liegt, dass sie mich aus dem Konzept bringt. Erst durchschaut sie mich bei der Tatsache, dass ich überhaupt kein Buch holen wollte, und nun scheint sie mich offensichtlich herauszufordern. Allerdings erschließt sich mir noch nicht ganz, wieso und was sie damit bezwecken möchte. Granger schaut mich mit großen Augen an, während wir um die nächste Ecke biegen. Warum? Will sie verwundert wissen, und ich stöhne innerlich leidend auf. Ich möchte ganz und gar nicht mit ihr durch das Schloss schlendern, aber nachdem sie sich einfach so an meine Fersen gehängt hat, bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als mit ihr gemeinsam zum nächsten Unterricht zu gehen. Ich schenke ihr also lediglich einen vernichtenden Blick und frage mich, wie ich die nächsten 3 Stockwerke überleben soll, doch Granger hat offensichtlich keine Hemmungen und plappert munter weiter. Was hast du nach dem Schulabschluss vor, Malfoy? Ist das dein Ernst? Warum fragt sie mich sowas? Würde ich sonst fragen, antwortete sie in eingeschnappten Tonfall und ich seufze. Granger, wir sind keine Freunde, nur weil ich dir meine Tränke... Achso. Granger, wir sind keine Freunde, nur weil ich dir meinen Tränkeaufsatz leihe. Gut, das hat sich ätzend angehört. Sollte es auch. Ich bin ganz und gar nicht bereit, mich mit einer wachen und lebendigen Granger auseinanderzusetzen. Ihr Tagebuch wiegt schwer in meiner Tasche und ich schimpfe mich einen vollkommen verblödeten Idioten, weil ich überhaupt jemals einen Fuß in die Krankenstation gesetzt habe. Das Gefühl, dass Granger doch Bescheid weiß, nagt an meinen Nerven. Doch wenn es so ist, warum sagt sie dann nichts? Ihr Blick verfinstert sich und sie strafft ihre Schultern. Ich weiß sehr wohl, dass wir keine Freunde sind, Malfoy. Trotzdem würde dir keinen Zacken aus der Krone brechen, ein wenig Konversation zu betreiben. Oder lernt man das bei den Todessern heutzutage nicht mehr? Autsch. Diese imaginäre Ohrfeige trifft mich mehr, als ich zugeben möchte, und ich erstarre in der Bewegung. Sie tut es mir gleich, und für einen kurzen Moment sehen wir uns abschätzend an. Doch dann wendet Granger den Blick ab und hat zumindest mal den Anstand, verlegen dreinzuschauen. Tut mir leid, murmelt sie zerknirscht. Und zum Glück bleibt es mir erspart zu antworten, denn wir sind kurz vor dem Lehrerzimmer und in diesem Moment kommen Slughorn und McGonagall um die Ecke. Das muss ja wirklich ein seltsames Bild geben, denke ich so bei mir und frage mich, was ich eigentlich verbrochen habe, ob das wohl für das nächste Leben auch noch reicht. McGonagall schürzt die Lippen und ich habe das Gefühl, sie wägt im Moment ab, ob ihrer Musterschülerin eine Gefahr droht oder nicht. Doch Slughorn klatscht begeistert in die Hände. Miss Granger, Mr. Malfoy, schön. Es freut mich zu sehen, dass der Unfall offensichtlich keinen Keil zwischen sie getrieben hat. Freut er sich und mein Blick, mit dem ich ihn daraufhin perplex anstarre, ist offensichtlich erheiternd, denn Granger kann sich nur schwerlich ein Kichern verkneifen. Kann mir bitte jemand einen Schockzauber auf den Hals jagen? Irgendwer? Wie gut, dass ich sie beide hier treffe, fährt er fort und ich ahne Schreckliches. Das ist mir in der letzten Stunde leider komplett entfallen, doch ich wollte mit ihnen beiden noch einen Termin finden, damit sie den Trank der lebenden Toten nochmals brauen können. Nicht, dass dies am Schluss noch ein Prüfungsthema ist und sie nicht entsprechend vorbereitet sind. Wirklich, ich tue mir im Moment sehr, sehr leid. Und auch Granger sieht aus, als hätte ihr gerade jemand offenbart, dass die Bücherei abgebrannt ist, was mich wiederum zum Schmunzeln bringt. Horace, meinen Sie nicht, das ist tatsächlich notwendig? Das ist tatsächlich notwendig? Der Trank ist, wie wir nun ja mitbekommen haben, höchst potent. Und ich frage mich sowieso, ob dieser nicht komplett vom Lehrplan gestrichen werden sollte. Schaltete sich die Schulleiterin nun ein und ich kann ihr da nur recht geben. Ich habe wirklich kein Bedürfnis, danach Granger erneut auszuschalten. Womöglich sprenge ich sie beim nächsten Mal doch noch in die Luft. Tolle Aussichten.
Minerva, meine Teuerste, Sie haben vollkommen recht, doch auch wenn er vom Lehrplan gestrichen wird, ist in diesem Schuljahr doch noch... Ist er in diesem Schuljahr doch noch aufgeführt und ich schätze, ich muss darauf bestehen. Außerdem hat Miss Granger noch den Felix Facilius? Felix Facilius? Achso. Außerdem hat Miss Granger noch den Felix Facilius nachzubrauen, der übrigens eine schwächere Form des Felix Felicis ist und somit ungefährlich. Vielleicht möchte Mr. Malfoy sie dabei unterstützen? Ein bisschen Wiederholung schadet ja schließlich nicht, oder? Er blickt mich auffordernd an und ich wünschte, der dunkle Lord würde jetzt vorbeilaufen und mich schnell und schmerzlos töten. Doch selbstverständlich werde ich nicht von einem schnellen Tod erlöst, sondern muss meinem Hauslehrer Rede und Antwort stehen. Selbstverständlich, höre ich mich sagen und bin froh, dass mir meine Verzweiflung nicht anhört. Granger kippt keinen Mucks von sich und blickt mich nur mit großen Augen an. Schön, sagt Slughorn und klatscht in die Hände. Wäre es Ihnen beiden morgen Abend recht? Da hätten Sie auch ausreichend Zeit. Das sind tolle Aussichten. Zaubertränke brauen an einem Freitagabend und das alleine mit Granger, die mir mehr als sonst auf die Nerven geht. Ich nicke trotzdem, denn ich bin nicht in der Position, es mir auch noch mit meinem Hauslehrer zu verscherzen. Es reicht schon, wenn die halbe Belegschaft von Hogwarts mich meidet wie der Teufel das Weihwasser. Außerdem habe ich ja doch nichts anderes vor und diese Tatsache ist eigentlich schon deprimierend genug. Granger tut es mir gleich und nickt ebenfalls, jedoch scheint sie nicht ganz so begeistert wie sonst, wenn es ums Lernen geht. Gut, ihr geht das also vermutlich ebenso gegen den Strich. Ich ernte noch einen seltsamen Blick von McGonagall, ehe der Professor und die Schulleiterin sich verabschieden und uns hier in dem zugigen Gang zurücklassen. Sagt man zugigen? Ich weiß es nicht. Ganz toll, murre ich und mache mich ebenfalls auf den Weg zum Unterricht. Es ist mir scheißegal, ob Granger mir hinterherkommt oder nicht. Ich bin im Moment einfach nur frustriert. Malfoy! Sie lässt sich also nicht einfach so abschütteln. Was? Fauche ich sie an und denke gar nicht daran, stehen zu bleiben, sondern beschleunige meine Schritte sogar noch. Hermines Sicht. Meine Nase. Meine Güte, warum rennt er denn so? Ich bin noch nicht ganz wieder auf dem Dampfer, merke ich gerade, denn ich bin bereits nach einigen Metern schon aus der Puste. Du musst mir nicht mit dem Du musst mir nicht mit dem anderen Trank helfen, sage ich keuchend, während ich zu ihm aufschließe. Granger, in meiner Position kann man nicht unbedingt großartige Ansprüche stellen, antwortet er wütend und ich bin kurz verwirrt. In deiner Position? Er verdreht die Augen und sieht mich an, als müsse er einem kleinen Kind erklären, warum die Erde eine Kugel ist. Du hast es doch vorher selbst gesagt. Ich war ein Todesser, oder? Ich bin hier im Schloss vielleicht geduldet, aber bei Gott nicht erwünscht. Ich versuche, mich anzupassen, meint er und ich senke betretend meinen Blick. Das war wahrscheinlich das Ehrlichste, was er seit der Krankenstation zu mir gesagt hat. Und er hat recht, denn es ist tatsächlich so, dass die meisten Schüler sowie auch viele Lehrer einen großen Bogen um ihn machen, was auf der einen Seite irgendwie nachvollziehbar ist, aber andererseits auch ungerecht. Es macht mich nachdenklich und schweigend gehe ich weiter neben ihm her. Mittlerweile sind wir schon fast am Klassenzimmer angekommen und ich frage mich kurz, was das wohl für ein Bild abgibt, wenn wir hier gemeinsam auftauchen. Doch genau genommen ist mir das eigentlich egal. Ihm offensichtlich auch, denn er macht ebenfalls keine Anstalten, mich vorausgehen zu lassen oder sonst irgendwas. Draco! Wir bleiben stehen, während Sabini zu uns aufschließt. Da bist du ja wieder. Der Größere grinst seinen Kumpel schämig an und ich komme mir irgendwie fehl am Platz vor. Malfoys Mundwinkel zucken verdächtig und beinahe könnte man es als Lächeln zugehen lassen. Du hast echt was verpasst. Kaum warst du weg, kamen diese seltsamen Ravenclaw, du weißt schon, die mit der Butterbierkorkenhalskette und hat Flyer für eine Party morgen Abend im Ravenclaw-Turm verteilt. Er klingt seltsam begeistert, was mich nun doch etwas verwundert. Oh, hi Granger, sagt er dann noch, als sein Blick auf mich fällt und er klingt nicht überrascht, mich hier bei seinem Freund vorzufinden. Bei Merlin, diese Slytherins bereiten mir Kopfschmerzen. Luna Lovegood, grinse ich ihn an. Hä?
Die Ravenclaw, die du als seltsam bezeichnet hast, das ist Luna Lovegood. Und sie ist nicht, naja, also nicht wirklich seltsam, kläre ich ihn zähneknirschend auf. Nee, zähneknirschend kläre ich ihn zerknirscht auf. Ich meine, ja, Luna ist natürlich etwas seltsam. Doch sie ist meine Freundin, also werde ich es nicht akzeptieren, wenn Sabini sie so tituliert. Wie auch immer, winkt er ab. Wir sollten da wirklich hingehen, Draco. Ich meine, kann ja nicht schaden, sich mal wieder unter betrunkenen Menschen zu begeben, oder? Wir setzen uns alle wieder in Bewegung in Richtung des Verwandlungskassenzimmers. Malfoy schnaubte verächtlich und ich glaube nicht, dass eine Party das ist, auf was er im Moment besonders Lust hat. Verständlich. Mir geht es übrigens ähnlich, auch wenn Harry und Ron mit Sicherheit sofort dabei wären. Blaze, viel Spaß, ohne mich. Außerdem habe ich keine Zeit morgen, denn Granger und ich haben sozusagen eine Verabredung. Das sitzt, denn Sabine entgleist soeben auf schönste Art und Weise das Gesicht. Und Malfoy lacht nun tief auf, ob seinem entgeisterten Blick. Ich muss schmunzeln, denn es ist wirklich herrlich erfrischend, die beiden zu beobachten, wie sie miteinander umgehen. Malfoy wirkt sichtlich entspannter, seit Sabine hier aufgetaucht ist, und ich bin wieder einmal fasziniert, welcher Mensch sich hinter der Maske des Draco Malfoy verbirgt. Wir müssen den verpatzten Trank bei Slughorn nachbrauen. Ich bin der Meinung, ich sollte das mit der sogenannten Verabredung irgendwie klarstellen. Oh, na dann, zuckt Sabine nur mit den Schultern. Theo geht bestimmt gerne mit dir hin, sagt Malfoy trocken zu seinem Freund, und beide lachen auf seine Worte hin tief auf. Ich glaube, ich habe einen Witz verpasst, doch ich möchte nicht unbedingt nachfragen. Im Grunde geht es mich ja auch überhaupt nichts an. Dracos Sicht. Scheiße, passiert das jetzt wirklich? Wir laufen hier gerade mit Granger bei Verwandlung ein und sämtliche Köpfe drehen sich zu unserem seltsamen Gespann um, als wir das Klassenzimmer betreten. Ich komme mir vor wie auf diesem Präsentierteller und meine Augen scannen den Raum nach Potter und Weasley ab. Ha, schau an. Die zwei sehen aus, als wäre Voldemort wieder auferstanden. Allein dafür hat sich das schon gelohnt. Granger verabschiedet sich mit einem knappen Nicken und steuert auf ihrem Platz weiter vorne zwischen ihren zwei kleinen Freunden zu, während Blaze und ich uns wieder immer recht... Meine Nase! Während Blaze und ich uns wie immer recht weit hinten niederlassen. Je mehr Abstand zwischen McGonagall und mir ist... Oh nee, falsches Komma. Je mehr Abstand zwischen McGonagall und mir ist, umso besser. Also, will Blaze wissen und ich schaue ihn nur fragend an. Also was? Er schnaubt. Stell dich nicht dumm an, Draco. Ich hasse ihn dafür, dass er mich immer und immer wieder zu durchschauen scheint. Auch im letzten Jahr hat er es immer wieder aufs Neue geschafft, mich zu überführen, wenn ich gelogen oder ihm Dinge verheimlicht habe. Salazar. Weißt du warum, aber Blaze hat anscheinend einen Radar für sowas. Ich stell mich nicht dumm. Ich weiß nur nicht, was ich dir sagen soll. Versuche ich es mal ehrlich. Warum warst du mit Granger unterwegs? Direkt wie eh und je. Ich seufze, während ich das Buch für Verwandlung und Pergamente aus der Tasche krame. Keine Ahnung, ist einfach passiert. Ich habe ihr die Zaubertrankunterlagen gebracht und sie ist mir dann hinterhergelaufen. Aha, er glaubt mir nicht. Das tut er nie, darum kennt er mich auch so gut. Und warum hast du plötzlich so ein gesteigertes Interesse an Granger? Ich habe kein gesteigertes Interesse an Granger, zische ich. Bei Merlin, soweit kommt es noch. Er lacht. Ach nein, es liegt also nicht daran, dass du ihr Tagebuch gelesen hast? Stille. Fassungslosigkeit. Mordgedanken. Wie bitte? Meine Stimme hört sich ungewöhnlich hoch an. Ach so. Wie bitte? Meine Stimme hört sich ungewöhnlich hoch an und ich möchte im Moment einfach nur irgendetwas zerstören. Am besten Blazes. Blazes. Am besten Blaze dummes Gesicht. Also doch. Weißt du, ich habe mich schon vor einer Weile schon mal gefragt, warum Granger in dieses Smuggelbuch kritzelt. Ich habe sie mal in der Bücherei beobachtet und dann ist es mir einige Tage später aufgefallen. Und sorry, Kumpel, aber als du vorher Sturmhöhe aus deiner Tasche gezogen hast, naja, ich nehme dir vieles ab, aber nicht das. Er sieht mich triumphierend an. Ich hasse dich, Blaze. Weißt du das? Will ich erschlagen von ihm wissen. Wirklich? Wirklich? Wieso muss er es so verflucht clever...
Wieso? Wirklich, wieso nur muss er so verflucht clever sein? Vielleicht sollte ich mir einen neuen besten Freund suchen. Ja, ich weiß. Glücklicherweise kommt in diesem Moment McGonagall zur Tür herein und macht ihn erstmal mundtot. Leider weiß ich nur zu gut, dass ich noch nicht aus dem Schneider bin. Ich hatte nicht vorgehabt, Blaze meine Seele vor die Füße zu kotzen. Aber wie ich ihn kenne, bleibt mir nun nichts anderes mehr übrig. Wütend starre ich auf meine Hände und versuche, mich so weit unter Kontrolle zu halten, dass ich ihn nicht erwürge. Ehrlich, wie schaffe ich es nur immer, mich in solche Situationen zu bringen? Draco, jetzt nicht, zische ich. Aber macht er weiter. Sabine, ich warne dich. Noch ein Wort und er ist tot. Ich wollte dich nur darauf aufmerksam machen, dass Granger dich angafft. Blöd wie ich bin, hebe ich sofort meinen Blick und tatsächlich, Granger hat ihren Oberkörper herumgedreht und mustert mich nachdenklich. Hat sie etwas von unserer Diskussion mitbekommen? Das kann eigentlich nicht sein, dafür waren wir zu leise. Kaum habe ich sie ertappt, dreht sie sich wieder um und greift genervt nach Weasleys Buch, vermutlich um ihm dieses auf der richtigen Seite aufzuschlagen. Der Trottel ist nämlich damit beschäftigt, Blödsinn mit Der Trottel ist nämlich damit beschäftigt, Blödsinn mit Finnegan zu machen. Jedoch spricht McGonagall gerade ein Machtwort und beginnt somit den Unterricht. Das ungute Gefühl in der Magengegend, das ich schon seit einer Weile mit mir herumtrage, meldet sich wieder und eine leichte Panik beschleicht mich. Wie zur Hölle soll ich die nächsten 2 Tage überstehen?